Wie bewerten Sie die Löschung der YouTube-Kanäle RT.de und der fehlende Part? Also wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass wir in wenigen Tagen den Tag der deutschen Einheit feiern. Und diesen Tag könnten wir nicht feiern, wenn nicht die damalige Sowjetunion uns den Weg in die nationale Einheit ermöglicht haben würde. Und dann haben wir uns natürlich darauf eingerichtet, auf eine Zeit des Friedens und der Freiheit und der guten Nachbarschaft mit allen Völkern, natürlich auch dem russischen Volk. Und wenn dann solche Maßnahmen kommen, ist das ein vergiftetes Geschenk zum Tag der deutschen Einheit. An sowas haben wir im Traum vor 31 Jahren nicht gedacht und haben auch keine Vorstellung davon, dass das der europäischen Zusammenarbeit dienlich sein könne. Das ist eigentlich ein Fall für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit und den dortigen Medienbeauftragten in Wien. Ich kann das nur bedauern. Ich betrachte das als einen nicht auf den Frieden bezogenen Akt, sondern auf eine subtile Form, uns gegenüber unserem russischen Nachbarn in Stellung zu bringen, nachdem das im vergangenen Jahrhundert zweimal schon zu einem immensen Elend, nicht nur in den Beziehungen zwischen unseren Völkern geführt hat. Kurz vor der Bundestagswahl hat die deutschsprachige Presse zahlreiche Beiträge über die angebliche Bedrohung durch RT.de veröffentlicht. Sehen Sie in dieser Kampagne und der jetzigen Löschung einen Zusammenhang? Also, ob ich das glaube oder meine, das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Wir legen ja angeblich immer Wert darauf, dass wir eine Marktwirtschaft sind. Und früher waren wir sogar eine soziale Marktwirtschaft. Da war das noch was. Heute ist das irgendeine Mischform geworden. Aber in einer Marktwirtschaft entscheidet nun einmal der Markt. Das ist die gängige Überzeugung und die Qualität des Gutes, das man anbietet, muss entsprechend sein, sonst kommen keine Käufer. Wenn RT einen solchen Zuspruch in Deutschland findet, spricht das eigentlich nach den Gesetzen der Marktwirtschaft für RT. Hochrangiger Journalismus. Man kriegt das Wort nicht im Munde herumgedreht. Es kommen aktuelle Bezüge. Es wird ein Meinungsbild dargestellt, das in der Vergangenheit, in der Zeit des Kalten Krieges, eigentlich die Aufgabe der westlichen Presse gegenüber der Sowjetunion gewesen ist. Deswegen ist das alles eine Kampfsituation, die ich persönlich als nicht angemessen und als unerträglich empfinde. Sollte Russland Ihrer Meinung nach auf diese Entwicklung der YouTube-Sperrung in Deutschland reagieren? Das ist in Europa offensichtlich keine Entwicklung zugunsten eines Raumes der europäischen Freiheit. Das muss man mit allem Nachdruck sagen. Und hier wird eine Zensur und eine Manipulation insgesamt im Medienbereich ausgeübt, die mich an schlimmste deutsche Zeiten, die Zeiten anderer Völker will ich gar nicht ansprechen, erinnern. Und das muss eigentlich zwischen uns unterbleiben, wenn wir am Frieden interessiert sind. Der russischen Seite irgendwelche Empfehlungen zu geben, steht mir nicht zu und das will ich auch gar nicht. Das wird man in Moskau wissen, was man im Zusammenhang mit diesen Dingen für Antworten oder welches Schweigen man gibt. Wird Ihrer Meinung nach der Druck auf RT.de weiter zunehmen? Wir können dann eigentlich nur ein Interesse daran haben, dass RT zur deutschen, europäischen Medienvielfalt in einem noch breiteren Sinne beiträgt. Denn ich habe eben darauf aufmerksam gemacht, ich habe das jüngst auch in einem Fernsehinterview gesagt, RT ist ein Bestandteil der europäischen Pressefreiheit geworden. Und wir Bürger haben ein Anrecht darauf, uns zu informieren, wo wir hochrangigen Journalismus bekommen, wo immer der herkommt.